Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, willkommen zu Brennpunkt Wirtschaft. Ja, 14,11 Millionen Deutsche spielen mehr oder weniger Fußball. Und heute ist ein Profi wieder in der Sendung, Manni Schwabl. Wir kennen uns schon so lange. Das letzte Mal haben wir ein schönes Interview gemacht, kurz vor dem Börsengang. Es war, glaube ich, im Juli 2019. Ein sensationelles Ergebnis. Ihr seid an die Börse gegangen, im Grunde mit einem super Kurs. Ich habe mal heute reingeschaut, also der Kurs ist heute höher wie bei Borussia Dortmund, die andere Mannschaft oder andere Verein, der an der Börse ist. Wie geht es denn so mit dem Börsengang? Ja, ich glaube, grundsätzlich war das genau die richtige Entscheidung. Ich meine, das ist, war natürlich ein ungewohntes Terrain für uns, das ist klar. Ich meine, 19 Jahre hat kein Verein mehr den Schritt gewagt, an die Börse zu gehen. Wir haben gesagt, irgendwer muss es einmal machen. Und als kleiner Verein musst du halt ein bisschen innovativer und kreativer sein. Vielleicht, wenn es die festen Konten voll hast, und wir haben den Schritt gewagt und es ist wirklich gut gegangen, weil du weißt ja dann auch nicht, wenn du das machst, wenn du die Vision hast, ob es dann gut ausgeht. Glaube ich, können wir sehr zufrieden sein, was sehr bemerkenswert ist, dass der Kurs nie unter dem Einstand war, das freut mich. Und ich glaube aber, das hängt auch damit zusammen, dass wir das ganze Konzept ein bisschen mittellangfristig ausgelegt haben und auch nicht von Tagesereignissen, ob du jetzt mal gewinnst oder verlierst, abhängig bist. Zum Kurs muss man sagen, klar, sind wir jetzt her wie Dortmund, aber man muss die Kirche im Dorf lassen, weil es natürlich eine ganz andere Unternehmensbewertung. Also es geht auch um die Stückelung und so weiter. Mhm. Also wir wissen schon, wo wir herkommen und wollen uns jetzt auch nicht so wichtig machen. Mhm. Es war ja auch damals ganz spannend. Da war ja so der Beginn einer Serie, wo plötzlich Haching nicht so wie in der Vorrunde gewonnen hat ohne Ende, sondern da ging es in die andere Richtung. Da war ja auch der Manni Schwabl ganz cool. Also du bist ja schon nervenstark. Ja gut, gute Nerven brauchst du sowieso, im Fußball insbesondere. Und das war dann schon eine Reifeprüfung für den ganzen Verein. Ich meine, da war schon Druck am Kessel dann. Ich meine, wir haben in der Rückrunde, nach der eigentlich super Vorrunde, wo wir schon ein bisschen hingeschielt haben, mal an die Aufstiegsplätze, haben wir überhaupt nichts mehr gewonnen. Also, ich glaube, 12 Mal hintereinander verloren oder so. Auch kein Tor mehr geschossen. Und das war dann so, dass, wenn es im Hintergrund weißt, was eigentlich vorbereitet war für den Börsengang, weil wenn wir abgestiegen wären, ich meine, dann hätte uns ganz Deutschland ausgelacht, wenn wir jetzt absteigen in die Regionalliga und wir wollen an die Börse gehen. Ich habe aber immer das Vertrauen gehabt, dass die Jungs und der Trainer das schaffen. Und was ein Haching halt ein bisschen abhebt, dass wir ein bisschen anders ticken. Und ich glaube nicht, dass ein Trainer im Fußball Deutschland oder in Europa oder auf der Welt mit der Negativserie, und wenn man weiß, was dranhängt, vielleicht die Negativspirale überlebt hätte. Aber wenn du nah dran bist, dann weißt du, dass es nicht immer nur am Trainer liegt. Ich meine, die erste Reaktion vom Markt ist ja immer, wenn es nicht läuft, ist der Trainer schuld. Aber wenn du halt tief einsteigst, und es waren sehr viele Verletzte, ein paar Formtiefs gehabt, und dann so einen Menschen opfern, der den Hachinger Weg voll mitträgt und mit positiv beeinflusst hat, da war ich nicht bereit dazu. Jetzt im Nachhinein haben sie alle gesagt, ihr habt es toll gemacht, richtig gemacht. Wenn es schief gegangen war, waren vielleicht viele Stimmen gewesen, die gesagt haben, ja, die verstehen sich gut und wir steigen lieber ab, bevor man einen Trainer opfert. Aber ich bin voll hinter der Thematik gestanden und habe auch das Gefühl gehabt, dass die Jungs dann im letzten Heimspiel gegen Lotte, da war wirklich Druck am Kessel, da habe ich ein bisschen unruhig geschlafen vor dem Spiel, sonst schlafe ich immer bombenfest. Aber ich habe immer im Gefühl gehabt, das reißen wir, und das Spiel ist dann auch in unsere Richtung gelaufen. Also da haben wir zwar 3-0 gewonnen, aber war ein bisschen Glück dabei. Jetzt ist ja so, du bist ja ein absoluter Profi. Du kennst das Fußballgeschäft und deine Stärken sind ja, du bist ein Kämpfer, also wirklich auf allen Ebenen. Ja. Du hast eine riesige Erfahrung und du bist ja einer der Fußballprofis, der, also was ja schon ein bisschen grenzwertig ist, bei drei verschiedenen bayerischen Vereine gespielt hat. Also einmal bei den Bayern, dann bei den Nürnbergern und dann auch noch bei den Löwen. Also verschiedene Farben sagen dir schon einiges, oder? Ja, da habe ich eigentlich alles mitgenommen in Bayern. Ich habe dann einen kurzen Abstecher gemacht nach Italien, aber da habe ich beim Abflügen schon gemerkt, das glaube ich, gibt dann ein Warmweih-Ticket zurück, weil das war gar nicht mehr weit, obwohl Italien schön ist, italienisches Essen und so weiter. Aber ich war gar nicht bereit, ich habe einmal in das Wörterbuch reingeschaut
und habe es gleich wieder zugemacht. Dann habe ich gewusst, Schwabl, bleib einfach daheim, bleib in Bayern. Und bei den drei Vereinen war es sensationell. Und jetzt halt zum Schluss Haching, weil natürlich beide Farben drin sind. Da brauchen aber die Löwen und die Bayern. Das ist ja schon spannend, du hast es ja bei Ringelstädter mal erklärt, warum drei Vereine plötzlich. Das war wie sagt man, ein Aktionär, oder? Und der hat alle drei Vereine gehabt. Und dann war irgendwie in einem Vertrag, was nicht gestimmt hat, und hat gesagt, da haben sie nicht noch einen anderen Verein, dann gehen wir da hin oder so. Ja, da in Italien, da gingen die Uhren ein bisschen anders. Und der zwei Vereine hat der gehabt. Und eigentlich wollte ich nach Perugia, dann hat er gesagt, ob ich nicht nach Ancona gehe. Dann habe ich gesagt, ja, wo liegt das? Ja, am Meer. Dann habe ich meine Frau gerufen. Dann haben wir gesagt, gehen wir doch ans Meer. Und du stellst ja dort vorne, Haus am Meer und so weiter. Da bin ich dann hingekommen, da ist die Eisenbahn direkt, also die Eisenbahn war näher am Strand wie irgendwas anderes. Und, dann hat halt eine Klausel gefällt und ich habe zu dem Spielerberater gesagt, wenn die nicht drin ist, unterschreibe ich nicht. Die haben ja genug Zeit gehabt. Und dann war es halt so, dass es wirklich nicht drin war und ich sehe die ganzen Journalisten heute noch sitzen. Und ich bin halt dann heimgefahren, beziehungsweise nach Lignano, habe ich wirklich Urlaub gemacht. Du sagtest, näher an Holzkirchen, oder? Ja, ich habe dann gesagt, suchst die nähersten italienischen Vereine Richtung Holzkirchen. Das war dann Treviso. Und da habe ich aber dann ein paar Mal mittrainiert und bis ich mal verstanden habe, welche Übung das war, weil direkt Italienisch habe ich ja nicht kennen, weil ich wie gesagt, das Wörterbuch war nicht meins. Und die haben sich auch nicht umgestellt und haben Bayerisch geredet. Und dann habe ich gar nichts kapiert. Und irgendwann habe ich gesagt, Schwabl, was machst du eigentlich, wenn du dich nicht mehr motivieren kannst? Und habe dann aber einen Vertrag, ohne dass ich irgendeine Zahlung gekriegt habe, zurückgegeben und habe dann einen Schlussstrich gezogen. Ich glaube, da muss man auch mal konsequent sein und es darf nicht nur das Geld im Vordergrund stehen, weil wenn du dich nicht motivieren kannst, glaube ich, ist es dem Verein ungerecht gegenüber, dass du dann am Monatsende noch Geld kriegst. Und dann bin ich wieder heim. Jetzt, Manni, zu den Börsengang, der war ja, kann man schon sagen, sehr erfolgreich. Also ihr habt nicht alles erreicht, was an reinkommen sein hätte sollen, aber dennoch, wie habt ihr denn die Mittel jetzt angelegt? Ich habe immer gesagt, das ist ein Mix, dass man in einen Mix investieren in Steine und Beine. Ich bin nicht der Verfechter davon, dass man alles auf die Karte die erste Mannschaft setzt, sondern ich glaube, man muss das Fundament schaffen, um langfristig im Profifußball bestehen zu können. Und da gehört halt der Fußballplatz für die Jugend genauso dazu, wie die Struktur in der Geschäftsstelle zu verändern. Dann sicherlich ein paar Rücklagen, dass man in Stadion investieren kann. Da sind ja gerade Gespräche mit der Gemeinde Unterhaching, dass man in welcher Form auch immer wir Stadion übernehmen. Das wäre der nächste wichtige Schritt von der Infrastruktur her. Also ein bisschen langfristig und ein bisschen breiter aufstehen. Und insbesondere heute halt ein Nachwuchsleistungszentrum, weil das ist eigentlich die Triebfeder des Vereins. Und von dem will ich auch nicht weggehen. Lieber dauert es ein bisschen länger mit dem Aufstieg, aber wir ziehen die anderen Dinge einfach mit. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass der Kurs eben momentan sehr stabil ist. Jetzt, wenn wir mal mit einem akuten Beispiel kommen, wo ihr wirklich sehr erfolgreich gearbeitet hast, das war praktisch der Karim Adeyemi. Quasi der jetzt wahrscheinlich vom Marktwert noch höher kommt bei RB Salzburg, weil eben der Vorgänger jetzt bei Dortmund ist, der kürzlich so mega eingebombt hat, drei Tore, der Erling Haaland. Inwieweit hat sich das jetzt entwickelt, dass der doch so teuer geworden ist? Das muss ja, wann kam der zu euch? Mit 10 Jahren oder so? Der ist mit 10 Jahren zu uns gekommen und ich habe den das erste Mal gesehen und habe gewusst, so eine Bombe überhaupt noch nicht gesehen, weil der einfach vom Tempo einfach den anderen alles überlegen war und halt einen Linksfuß und immer Zug Richtung Tor. Und im Laufe der Zeit gab es natürlich auch Höhen und Tiefen. Also der Karim ist sehr oft bei mir im Büro gesessen. Meistens hat er dann zu ihm Bullen geschaut. Ich war sehr oft bei Lehrern und Rektoren, weil halt nur Fußballzeit hat. Und ich habe gesagt, wenn die persönliche Entwicklung hinten hängen bleibt und in der Schule nicht passt, dann trainierst du halt nicht und spielst auch nicht. Und das habe ich wirklich Wochen durchgezogen und das hat mir manchmal ein bisschen das Herz weh da. Aber andererseits haben wir gedacht, im Endeffekt wird dann was rauskommen. Und Karim hat sich dann so entwickelt, dass er jetzt, oder dass wir ihn dann verkauft haben nach Salzburg. Darf man da wissen, welcher Preis war das damals? Oh ja, da war schon ein Dreier davor. Also 3 Millionen. 3,0 noch was, genau. Und das war der teuerste Transfer eines Nachwuchsspielers von Deutschland weg. Wie alt war er da? Da war er 16. 16. Ist im Januar 18 geworden. Und war jetzt auch Barcelona schon dran. Aber ich glaube, das wäre jetzt nur der falsche Schritt. Und ich meine, es waren ja vor Salzburg waren ja auch englische Vereine. Ich war mit immer in Chelsea und in Liverpool, dass man sich das mal anschaut. Ich glaube aber, dass er jetzt gut beraten war, nicht gleich den ganz weitesten Schritt zu machen, sondern einen Zwischenschritt. Da ist Salzburg, die arbeiten sensationell sehr gut. Und jetzt ist es halt so, dass er
glaube ich, weil der Holland jetzt ja, der ist ja erst 19, der Karim ist jetzt 18, er rückt jetzt auf zu RB und ich glaube, dass das ein zweiter Holland werden kann, wenn er so weitermacht. Natürlich braucht man das Glück, dass man sich nicht verletzt. Mhm. Aber der entscheidende Punkt bei ihm war, dass auch die persönliche Entwicklung passt hat. Und da hast du natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen. Ja, darum habe ich jetzt so viel graue Haare. Aber es macht nichts dafür. Hat uns auch viel Geld in die Kassen gespült und man freut sich ja mit ihm mit. Er kommt ja immer wieder und auch zu Weihnachtsfeiern und so weiter. Aber nochmal, der entscheidende Punkt war die persönliche Entwicklung. Und nicht umsonst ist er jetzt letztes Jahr mit der Fritz Walter Goldmedaille ausgezeichnet worden. Und da geht es nicht nur um sportliche, sondern auch um außersportliche Leistungen. Das freut mich natürlich noch mehr, weil kicken können ja früher. Aber ich glaube, dass mittlerweile sehr, sehr wichtig und immer wichtiger wird, dass auch die Jungs bodenständig bleiben, normal bleiben und demütig bleiben. Und wenn ich die Interviews vom Haaland anschaue, ist auch so ein Beispiel. Also der macht mir einfach einen bodenständigen Eindruck und ist halt oft auch eine Sache vom Umfeld. Und das passt beim Karim halt perfekt. Beim Haaland war es ja auch so, der wird ja auch von seinem Vater mitgetragen. Du warst wahrscheinlich auch für den Karim so ein bisschen eine Vaterfigur, oder? Ja, das war ein bisschen eine Kombination zwischen Eltern, seinem richtigen Papa und mir, ein bisschen so als Berater oder Freund der Familie im Hintergrund. Ich glaube, das war ein ganz guter Mix. Und wenn das Umfeld stabil ist und passt und nicht gleich das Drama anfängt, dann werden aus den Jungs meistens mehr, als wenn man im dritten vom zweiten Schritt macht. Und da passen halt die Eltern, die nach wie vor bei uns arbeiten, obwohl der Karim weg ist. Und es zeigt auch die Verbundenheit zum Verein und so stelle ich mir das auch vor. Jetzt ist ja schon unter Haching so für die Jugendarbeit sehr bekannt. Ihr macht ja wirklich eine super Jugendarbeit. Wie viele Jugendmannschaften habt ihr momentan? Ja, wir haben jetzt neben dem Leistungssport auch wieder den Breitensport aufgenommen, weil ich sage, alle Hachinger Kinder sollen auch bei der Spielvereinigung spielen können. Das sind mittlerweile 15, 16 Mannschaften und wir haben auch noch einen Kids Club, wo 150 Kinder spielerisch schon rangeführt werden. Und ich sage einfach, wir sollten uns da auch breit aufstellen, sollten auch viel, nicht nur Leistungssport, Profifußball, sondern auch viel im sozialen Bereich machen. Das machen wir mit unserem Projekt Haching schaut hin. Haben jetzt im Februar so einen Ehrenamtstag gehabt mit der Gemeinde zusammen, wo alle Vereine, die Ehrenamtlichen ins Stadion eingeladen werden, die Vorstände nachher in unser Alm, wo sie ein bisschen vergöstigt werden. Also wir wollen uns noch mehr in der Gemeinde erzeugen und noch mehr für soziale Zwecke machen, weil ich glaube, dass Fußballvereine die Vorbildfunktion haben müssen und das auch gern machen sollen, damit man über den Tellerrand ein bisschen ausschaut und auch viel für soziale Projekte macht. Weil durch den Fußball kannst du da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen, wie vielleicht anderswo. Und das glaube ich, da bin ich ja stolz drauf, dass wir da viele Leute im Verein haben, die das genauso sehen und das auch vorantreiben. Und das möchte ich auch weiter forcieren, weil ich glaube, dass beides geht, dass man auf der einen Seite Profifußball spielt, auf der anderen Seite sehr viel menschliche Dinge und soziale Dinge macht. Und das will ich auch so haben. Und so Damenmannschaft habt ihr ja? Damenmannschaft haben wir noch nicht. Da bist du auch so ein bisschen am Zweifeln gehen. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der voll Hurra-Schreitige Damenfußball, aber man schließt es natürlich auch nicht ganz aus. Das ist ja klar, ich meine, in heutigen Zeiten sollte man das auch nicht tun. Aber wir haben jetzt gerade ein paar andere Projekte noch, die wir vorantreiben müssen. Und das Thema kommt vielleicht irgendwann auf den Tisch. Und dann schauen wir, ob es dann Sinn macht oder nicht. Und das Thema konservative Geschäftsführung oder Fußballführung, das ist ja bei euch wirklich auch vorbildlich. Also es gibt keinen Spieler, der einen Zopf hat, oder? Oder gibt es den schon? Ja, da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Also ich habe schon auch da nach meinem Interview schon ein bisschen Kritik. Aber ich sage, man kann es nicht allen recht machen. Und ich muss sagen, das ist für mich 0,0 menschliche Wertung. Sondern mir geht es darum, dass ein bisschen das System in einem Team ist. Und ich habe es immer gesagt, wenn jeder mit dem Rollkoffer mit den Kopfhörern daherkommt, der andere hat Ohrring drin, der andere ist bis über den Kopf auf tätowiert, der andere läuft mit einem Zopf rum, sage ich, ein bisschen ein System reinbringen. Aber es ist rein für die Mannschaften. Natürlich ist jeder bei uns im Stadion herzlich willkommen, der einen Zopf trägt. Das muss ja nicht eine Frau sein, kann ein Mann genauso sein. Und ich habe ja mal eine Diskussion mit einem Fan gehabt. Aber der dürfen aus euch rein, so mit meiner Frisur. Sowieso. wie gesagt, man muss immer aufs Thema beziehen und 0,0 menschliche Wertung, das steht mir ja gar nicht zu. Jetzt, wenn du einfach mal so die Assets, also was macht Haching so stark? Also ihr habt es ja mit dem Börsengang wirklich gut hingekriegt. Es ist auch Ruhe. Wobei, wenn man an der Börse ist, gibt es ja immer mal den einen oder anderen Anruf und sagt, ja, jetzt habe ich Aktien und was ist da los und so. Aber ihr habt ja ein professionelles Team für die ganze Börsenangelegenheit.
Ja, das brauchst, also da brauchst du die guten Berater, weil das ist schon, sagen wir mal, ein Sonderthema. Aber wenn man sich damit befasst, dann mit den Ad-hoc-Mitteilungen und so weiter, wenn man da immer am Ball ist, dann kann eigentlich nichts schieflaufen. Ich sage halt, wenn du an der Börse bist, bist du halt gläsern. Mhm. Gläserner geht es fast nicht. Aber ich bin der Meinung, das sollte auch so sein. Und wir haben auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass wir in der dritten Liga draufzahlen. Darum ist es auch keine Überraschung, dass wir letztes Jahr wieder Minus in der Bilanz gehabt haben. Das wäre dann bei der Aktionärsversammlung ja auf den Tisch gekommen. Man sollte offen mit den Themen umgehen. Wir haben aber auch gesagt, wenn wir langfristig den Weg mittellangfristig durchstehen, dann werden wir auch in die Plus-Thematik kommen, weil einfach die Fernsehgelder in der zweiten Liga sehr hoch sind. Und ansonsten kann man sich auch mit Transfererlöse immer wieder helfen. Ich glaube halt, dass uns auszeichnet, dass wir halt mit jungen Spielern sehr viel Geduld haben und halt versuchen, ab der U10 möglichst viel hochzubringen zur Ersten und nicht sagen, ja, wir machen halt Jugendarbeit und oben haben wir sowieso lauter Fremde. Und die spricht sich mittlerweile rum. Also ich muss sagen, wenn wir Talente halten wollen oder neue Talente gewinnen wollen, liegen wir mittlerweile wesentlich besser wie vor 5 Jahren, weil natürlich so Beispiele wie der Karim. Da zeigt es ja, wenn jetzt Barcelona dran ist, dass auch über das vermeintlich kleine Haching geht, in die große Fußballwelt zu kommen. Und wenn es halt nicht für das gelangt, auch eine Heimat in Unterhaching haben. Und ich glaube, neben dem, und dass wir halt versuchen, bodenständig und menschlich das Thema zu behandeln, das heißt nicht, dass man am Spielfeld oder in der Führung auch professionell arbeitet. Aber ich bin der Meinung, dass es menschlich auch geht. Man muss nicht immer nur draufhauen. Ich meine, wenn die Menschlichkeit einer ausnutzt, dann wäre er sowieso nicht Profi. Also von dem her sehe ich das relativ relaxed. Aber mir ist der Weg lieber, dass man offen miteinander umgeht, bodenständig das Ganze macht, wie dass man die Nasen umhat, nur weil wir meinen, weil wir ein Fußballverein sind. Das, glaube ich, macht da keinen Sinn. Jetzt finde ich ja den Gedanken fantastisch. Da seid ihr ja schon ziemlich weit dran, dass ihr das Stadion vermutlich kaufen werdet. Das ist ja dann schon auch ein Pfund in der Bilanz von Unterhaching, wenn es so kommt. Ja, kaufen oder auf Erbbaurecht, das ist noch offen, einfach von der Kommune übernehmen. Ich glaube halt, wenn man einen sauberen Deal macht zwischen Kommune und Verein, dann ist das für beide gut, weil Kommunen, glaube ich, haben immer mehr auch andere Aufgaben wie im Profifußball auch mitzumanagen, weil selbst bei uns gibt es ja genügend Brennpunkte im sozialen Bereich mit Kindergärten und diese Dinge, dass jeder dann auf seine Kernkompetenz konzentriert. Und wenn es eine Sache ist, wo beide damit leben können, dann ist das eine tolle Sache, weil ich sage, die Kommune, glaube ich, kann auf Spielvereine ein bisschen stolz sein, weil es ja doch deutschlandweit ist. Und wir sind stolz, dass wir eine Kommune haben, die uns immer die Hand reicht. Also von dem her, glaube ich, passt das in Haching ganz gut. Und ich glaube, das passt zum Gesamtbeutel ganz gut. Wir haben ein stabiles Präsidium im Aufsichtsrat. Leider durch einen tragischen Fall musste man noch Änderungen machen. Todesfall eben. Todesfall vom Robert Perchtal, ja. Das hat uns tief getroffen, insbesondere familiär, aber da sieht man mal, wie schnell das auch geht. Und deswegen, glaube ich, sind wir alle gut beraten, wenn man Fußball ist, war die schönste Nebensache der Welt, aber ich glaube, man sollte da immer wieder mal auf den Boden kommen und sagen, es gibt doch noch Wichtigeres. Und das, wie gesagt, hat uns ein bisschen mitgenommen und getroffen. Aber ansonsten sind wir in der Führung stabil und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, dass nicht jedes Jahr das Management wechselt. Und das, glaube ich, war auch ein Grund, warum, oder ist vielleicht auch ein Grund, dass der Kurs auch stabil ist. Weil ich glaube schon, dass die Anleger drauf schauen, ob jedes Jahr was anders kommt oder ob eine Stabilität auch in der Führung ist. Naja, und ich meine, die schauen natürlich auch jeden Samstag oder Sonntag, wenn die Spielvereinigung spielt, schauen natürlich auch, wie spielen sie und so. Ja. Aber jetzt mal was anderes, was ich also toll finde, du hast dich ja auch wahnsinnig weiterentwickelt. Das merkt man so an deiner Rhetorik, du bist ruhiger geworden, du bist jemand, der sagt, okay, ich präsentiere den Verein nach außen oder repräsentiere den Verein. Das ist ja auch eine tolle Sache, du lernst ja auch jeden Tag dazu. Ich glaube, jeder Mensch lernt dazu, jeden Tag. Und das wird mir immer bewusster, dass du halt immer Augen und Ohren offen halten sollst. Und auch Ratschläge annehmen. Dauert oft dann eine Zeit, bis man es dann auch verinnerlicht. Aber ich glaube schon, dass da Entwicklung stattgefunden hat. Also ich kann schon sagen, dass die Hände weniger durch Geschäftsstelle fliegen wie nur vor 5 Jahren. Also, da warst du schon auch so ziemlich temperamentvoll. Wenn du Witter bist und ehrgeizig bist, dann gehen halt manchmal die Emotionen auch durch. Aber ich habe gelernt, dass mit ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit das Ergebnis eigentlich ein besseres ist, als wenn man es mit Druck und mit Aggression macht. Also, aber wie gesagt, man lernt jeden Tag und es macht auch Spaß. Viel
Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Eine deiner engsten Beraterinnen ist ja deine Tochter. Das kann man so sagen. Die Menschenkenntnis, ja, gell? Die Caro hat brutale Menschenkenntnis. Und ich muss sagen, ich bin stolz, dass wir so ein Verhältnis haben. Weil war aber nicht immer so wahrscheinlich. Nein, weil natürlich der Markus Fußballer und so weiter, ehemaliger Fußballer, und dann bleibt Geschwister oder die Tochter dann hinten Problem. Und ich habe ja erst einmal sorry zu ihr gesagt, weil ich gesagt habe, da habe ich eigentlich ein bisschen was versammelt. Hast du dich entschuldigt bei ihr, oder? Ja klar, das, ich meine, das tut auch nicht weh. Ja. Da muss man zwar über den Schatten springen. Aber es tut beiden sagen, gut. Ja? Absolut. Ja. Und jetzt das Verhältnis ist so, dass ich Caro immer wieder frage, was meinst du dazu? Weil die natürlich weg ist jetzt vom reinen Sport, sondern die schaut sich die Menschen und hat eine brutale Menschenkenntnis. Und das macht mich schon stolz, dass wir so ein Verhältnis haben. Also da muss ich schon sagen, das hat mich schon auch belastet in der Vergangenheit. Und Markus spielt ja noch regelmäßig, so ab und zu. Ja, wenn er nicht mit 5 Gelben gesperrt ist oder wenn er gesund ist, spielt ja, der haut schon an. Er spielt in der Regel. Aber das, glaube ich, machen wir ganz professionell. Also ich halte mich da von den Themen. Ich bin zwar nah an der Mannschaft, aber im Verein ist der Markus einer von dem Kader. Wir reden außerhalb sehr wenig über Fußball, weil ich sage, da lässt es uns einfach trennen. Und das machen wir ganz professionell. Und es war ja der Wunsch vom Trainer, dass er Markus zurückholt. Und ich habe gesagt, ich werde es nicht verhindern, aber ich werde es auch nicht so forcieren, dass es dann so ausschaut, ja, jetzt holt er seinen Bum, dann spielt er wieder und so weiter. Das ist auch wirklich in Haching super, dass man das alles offen diskutieren kann. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiges Gut in einem Verein. Ich habe jetzt ein Interview vom Christian Streich gesehen, der auch genau auf die Themen hingewiesen hat, dass eigentlich das größte Gut eines Vereins oder einer Firma ist, wenn da Vertrauen entstanden ist. Und das entsteht in guten wie in schlechten Zeiten. Ich meine, der Streich ist einmal abgestiegen mit Freiburg, dann haben sie die Ärmel hochgeräumt, dann sind sie wieder aufgestiegen. Und uns hat der Abstieg damals auch eigentlich im ersten Moment in der Regionalliga so schwierig, wie es dann war, aber es hat uns eigentlich dann den Push geben, weil wir dann 2 Jahre später wieder aufgestiegen sind, dass wir noch weiter zusammengewachsen sind. Und es geht nicht nur in Erfolgen, sondern man muss auch mal Misserfolge miteinander haben. Und da, glaube ich, haben wir ein ganz gutes Fundament jetzt. Ist ja so ein richtiger Familienbetrieb Haching. Ja? Also, obwohl die Vergangenheit, also war es in der ersten Bundesliga, jeder kennt Haching, da ist ja schon vieles da. Aber dieses Familiäre, das ist ja irgendwie so ein starker, ja, sagt man mal, Pfad. Ja, also da kann man immer drauf marschieren. Und das finde ich so gut. Und du bist ja da ab und zu dann in der Gaststätte, oder? Ja, ab und zu ist gut gesagt. Also schon relativ häufig. Ja, weil man da immer Leute trifft. Entweder Eltern, ja. Jugendspieler, Jugendtrainer. Man setzt sich dann an den Tisch und ja, so. Klar. Ja, klar. Und da ist alt und jung, kann man sonst, ja. Wir machen auch die Wirtschaft, managen wir ja selber. Und da war mir ganz wichtig, dass einfach Preis-Leistung passt und dass wir bodenständige Küche haben mit normalen Preisen. Man muss ja nicht immer an die Spitze gehen. Und ich glaube, das gehört dazu am Wirtshaus, wie es früher war, dazu, dass sich alt und jung trifft. Und das, glaube ich, gehört auch zu einem Vereinsleben dazu. Ja. Also das bringt uns schon auch was. Aber das Familiäre haben wir die Vorgänger schon immer gehabt und das haben wir gern übernommen. Und ich glaube, Haching sollte da immer für dich stehen. Jetzt lass uns einmal zur Rückrunde kommen. Wir zeichnen jetzt die Sendung eine Woche vorher auf. Aber Stand heute seid ihr nur 6 Punkte weg vom ersten oder zweiten oder dritten, oder? Ja, so ist es. Ja, jetzt punktgleich mit dem dritten vor Rückrundenstart und 4 Punkte vom zweiten und 6 vom ersten. Aber ich habe immer noch in dem Jahr, weil die Liga ist ja brutal, also sportlich ist die Liga ja dermaßen gut geworden und rückt ganz nah an die zweite Liga ran. Also ich bin immer auf der Hut, jetzt ist der Abstand nach unten sehr groß, muss man sagen. Also darum kann man schon mal sagen, dass wir uns stabil da umhalten können oder ein bisschen nach oben schielen. Aber auch dort seit nicht den dritten von zweiten Schritt. Also wir müssen intern schon noch ein bisschen stabiler werden. Mir ist wichtig, dass der Abstand bei 4 Absteigern nach unten groß ist, weil das ist alles so eng beieinander, das ist brutal. Und aber immer so auf der Hut sein. Die Mannschaft steht, der Kader ist unverletzt, oder? Kann man sagen? Ja, wesentlich weniger wie in der Vergangenheit. Wir haben
auf die Negativspirale damals in der letzten Rückrunde haben wir reagiert und haben einen Kader jetzt breiter aufgestellt. Das ist natürlich immer Sache für die Finanzen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Schauen aber trotzdem, dass die Jungs charakterlich dazu passen. Und ich glaube, jetzt hat der Trainer eine ganz gute Auswahl. Und der Konkurrenzkampf, der hat noch nie im Team geschaut. Mhm. Wenn jeder immer weiß, dass er spielt, dann treibt er das nicht zur Höchstleistung, sondern es muss immer Konkurrenzkampf sein. Und da, glaube ich, haben wir einen ganz guten Mix zwischen Jung und Alt jetzt drin. Wie ist es denn so mit Klaus Schromm und Manni Schwabel? Wie teilt ihr euch die Aufgaben so auf? Ja gut, der Klaus ist natürlich hauptverantwortlich für den ganzen sportlichen Bereich und ich jetzt momentan nur sehr, sehr stark geprägt von Stadionthemen, Lizenzierungen, Struktur, Infrastruktur. Auch das Thema Börsengang, ganz klar. Aber der Klaus wünscht sich schon, und das ist eigentlich mein Kerngebiet, nah am Sportrat zum sein, weil ja da doch, ich schaue mit anderen Augen drauf eher. Ich schaue eher Körperspannung, Körperhaltung, Auftreten. Der Klaus eher auf taktische Dinge und da ergänzen wir uns ganz gut. Also schon der Wunsch, dass ich wieder wesentlich näher am Sport dran bin, im Jugendbereich genauso wie bei der ersten, ist aber immer eine Sache, wie bist du sonst in der Geschäftsstelle und bei diesen Dingen aufgestellt. Und da entwickelt man uns ja auch weiter. Also langsam haben wir ein Team beieinander, wo man sich auch von meiner Person wesentlich mehr wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren kann. Und das ist auch mein Fable. Also zum Beispiel schaue ich ein UEFA-Spiel ja wahnsinnig gerne an, weil ich da genau sehe, ob einer was werden kann oder nicht. Mhm. Und das ist eigentlich genau meine Welt. Ich habe in Haching eigentlich als Nachwuchskoordinator angefangen. Mhm. Das war ja genau meins. Und irgendwann war ich Präsident und jetzt bin ich Vorstand von einem börsennotierten mittelständischen Unternehmen. Aber das hat sich entwickelt. Das war nie auf meiner Agenda gestanden, einmal Präsident von Unterhaching. Du warst ja damals bei der Wahl dabei. Ja. Engelbert Kupka, 39 Jahre Vorgänger. Ich habe ja noch die Rede gehalten. Also. Ja, sonst hätten sie mich wahrscheinlich nicht gewählt, aber es war kein anderer da. Ja, genau. Weil der Engelbert ja, das war ja... Und was mich ein bisschen stolz macht, dass halt das ein nahtloser Übergang war. Also es gab keine Wahl, Schwabel gegen Kupka, sondern nein. Kupka hat ja gesagt, bitte, einer muss es machen, du magst das jetzt, ich bin ja gar nicht mehr ausgekommen. Ja. Und das ist auch Haching. Engelbert ist Ehrenpräsident, nach wie vor kommt immer ins Fernsehen, hat er immer gute Tipps. Und das, so stelle ich mir das vor. Und der setzt sich auch für die dritte Liga ein und, absolut, und macht da wirklich Dampf, was er gut ist. Jetzt bist du ja als Präsident mit 100% gewählt worden, also wie geht denn das? Eine gute Brotzeit hat es gegeben, ein gutes Bier, gute Umgebung in der Alm und dann wählst du schon. Ja, aber 100%, ich glaube, ist ja 100%, schon eine Ansage. 100% ist schon. Also, erst war noch interessanter, war ja, dass bei der Ausgliederung, das ist ja immer ein einschneidendes Thema in einem Fußballverein, da haben wir 99 Komma gekriegt, weil es eine Enthaltung gab. Aber das hat mich noch stolzer gemacht, dass man sagt, keine Gegenstimme bei einer Ausgliederung, das gab es überhaupt noch nie im Fußball. Und dann kam die Wahl, da haben wir 100% gekriegt. Das ist natürlich schon, aber die habe nicht nur ich gekriegt, sondern meine Präsidiumskollegen auch. Ich glaube, dass das die Folge war, dass wir das Thema Ausgliederung langfristig vorbereitet haben. Und auch die Mitglieder, Informationspolitik geben. Also es gibt Veranstaltungen und so weiter. Ja, wunderbar. Und du kannst nicht einfach zum Mitglied sagen, friss oder stirb, halt müsst ihr entscheiden, sondern wir haben das langfristig vorbereitet. Und wenn man die Leute mitnimmt und ehrlich informiert, auch über negative Themen, dass man heute in der dritten Liga draufzahlt. Aber wenn man Jugendarbeit macht, muss man davor investieren. Beim Karim hat es ja schon ausgezahlt. Dann zahlst du halt mal drauf, aber da muss man die Vision dann weiterspielen und sagen, wir kommen da schon durch. Aber wenn du das offen diskutierst und nicht geschehen redest, dann sind die leider offen. Und da kann man, glaube ich, auch stolz sein im Verein, dass wir so Mitglieder haben, die dann auch über den Tellerrand ausschauen, weil das hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zur Rückrunde, die jetzt bereits läuft, dann, während die Sendung dann kommt. Wie ist die Mannschaft drauf? Sind die hungrig oder muss man jetzt da eher die ein bisschen bremsen? Nicht, dass da wieder so vielleicht das eine oder andere Negative aufkommt. Wie wichtig ist da, dass du deine 11 Burschen da zwar nicht sagen, wir müssen unbedingt aufsteigen, aber irgendwann kriegst du ja die Lust. Irgendwann, wenn es jetzt so weitergeht, was ich dir von Herzen wünsche und sicherlich viele, die jetzt auch zuschauen, weil das gehört einfach dazu, dass Haching jetzt einmal raufgeht. Das ist ja dann ein Wahnsinn. Das ist ja dann wirklich enorm. Ja? Aber wie wichtig ist da, dass du die Burschen da so alle so ein bisschen in den Flow reinbringst? Also ich sage, bremsen auf gar keinen Fall. Mhm. Ein Rennpferd bremst man auch nicht. Man muss halt richtig einjustieren, aber ich glaube, dass wir ein bisschen andere Situation haben. Letztes Jahr haben wir wesentlich überzeugender in der Vorrunde gespielt wie dieses Jahr. Ich meine, wenn man mal ein bisschen der Kragen platzt, dann muss viel passiert sein. Weil im Herbst zum Beispiel haben wir nicht das Haching gespielt, wie man es vorstellt. Ich sage immer, Attacke mit Hirn und Verstand. Und das war
Rumschreiberei, das war Abwarten, das war nicht Herz in Tank genommen und so weiter. Wir waren zwar von den Punkten gut, aber das war, da hat man auch gemerkt, da habe ich gar kein Feuer mehr einfach. Und dann kam das Derby am 1.12., wo es dann mit dem Schlusspfiff, wo uns der Mölders, den ich sehr schätze, aber dass der so frei dann noch, wahrscheinlich weil es seine letzte Saison ist, wenn unsere Jungs gesagt haben, Herr Mölders, machen wir einen schönen Abschied und der haut uns noch das 3-2 rein. Und da habe ich dann ein bisschen zu überlegen angefangen und da war ich persönlich angekratzt, auch von der Mannschaft. Und ich habe dann am Mittwoch drauf, wie soll ich jetzt sagen, geplant war ein 3-minütiger Monolog, das waren dann 18 Minuten. War das so eine Brandrede? Meine Brandrede, das hätte man aufnehmen sollen. Ich bin von eins ins andere gekommen, aber da musste ich meine Gefühle loslassen. Ja, das finde ich gut. Und da musst du auch mal reinfahren, weil das war so, ich habe es ein bisschen beschrieben, das war bei uns so wie im Robinson-Club. Ne? Alle haben wir uns lieb und haben wir Essen miteinander. Und so. Genau, nebenher haben wir ein bisschen Sport aber treiben. Bist du aber da kommst du oder so? Ja, das war eine Kombination zwischen Laut und Ironie. Mhm. Und manchmal kannst du das mit der Ironie ganz gut packen. Mhm. Und das, glaube ich, war so ein bisschen eine Kehrtwende jetzt bei uns, dass wir sagen, ich will nicht nur, dass wir Punkte holen, ich will, dass da Feuer entfacht wird, dass wir dann ausgängen und dass wir das Herz entfachen. Ja. Genau. Und das, glaube ich, war ganz gut. Und jetzt sind wir wieder dabei, wir entwickeln uns ja alle weiter. Und im Trainingslager habe ich schon gemerkt, jetzt auch bei den Spielen und die letzten zwei Spiele vor der Winterpause waren dann wieder anders. Und ich glaube, dass das auch ein Entwicklungsschritt für uns alle ist. Aber manchmal musst du halt auch mal reinfahren, weil ja, sonst bringt es nicht. Du hast als Fußballprofi vier gute Trainer gehabt. Lorand, Lattek, dann Heinkes und der vierte. Heinz Höher war noch. Heinz Höher, genau. Und Hermann Gerland habe ich auch noch gehabt. Ja. Und als Nationalspieler hast du den Franz Beckenbauer gehabt. Ja. Da hast du ja unglaublich viel gelernt. Ja. Also das ist ja ein Kapital, das muss man ja logischerweise mal ein bisschen in die Aktionärschicht reingeben. Also du bist wirklich ein Kenner und das ist, manche sagen ja, Fußball ist so leicht, aber das ist ja zwischenzeitlich so ein Wahnsinnsspiel geworden. Ja. Und unter Druck und wie geht man da um und wenn dann in der Halbzeit der eine Spieler das One-Off fängt, weil er irgendwie den Impf geschossen hat oder was auch immer in einer ausgangsfähigen Position. Das ist ja wichtig, dieses Know-how, das du hast. Das kannst du dann auch in unterschiedlichen Situationen abrufen. Oder dass du mal einen Spieler in den Arm nimmst. Was ja auch manche, oder wenn du jetzt mal, du hast ja auch damals, wenn du heute nach Nürnberg gehst, wissen sie ja alle, dass du damals den Elfer verschossen hast. Das verfolgt die immer noch. Ist halt so. Ja. Aber wie wichtig ist das einmal so ein bisschen einen in den Arm nehmen und den aufbauen wieder? Mei, da ist natürlich der Vorteil, dass ich aus der Branche komme. Ich habe natürlich als Jugendspieler alles, den Weg gemacht. Heute sind sie NLZ, früher waren es Nachwuchsabteilungen. Ja. Dann als Spieler Höhen und Tiefen erlebt, dann als Geschäftsmann Höhen und Tiefen erlebt. Und dann schaust du ja von jedem ein bisschen was ab. Und du brauchst natürlich auch das Gefühl, wann, und das ist aber ein menschliches Gefühl, das kannst du jetzt nicht im Studium lernen oder bei irgendwas, wann musst du einen Spieler mal streicheln, in den Arm nehmen, wann musst du mal draufhauen. Das glaube ich, das Gefühl habe ich ganz gut. Und das ist aber ganz wichtig. Oft ist einmal ein Gespräch am Platz, jetzt auch im Trainingslager in Spanien, wenn du einmal einen Spieler nimmst, einmal einen annimmst, einmal, wenn er halt nicht spielt, einfach einmal. Vier Augen ja, reden, das ist anders wie ihn offiziell. Heute haben wir einen Termin mit ihm. Aber das Gefühl musst du haben. Ja. Ist wie beim Trainer. Der muss auch manchmal draufhauen und manchmal streicheln. Aber es ist, wie gesagt, eine Gefühlssache. Und was halt jetzt noch der Vorteil ist, so unabhängig von Trainern, sondern die Manager in der ersten, zweiten, dritten Liga, ist ja größtenteils einmal Generation, ob das der Zorg ist, der Horst Held ist, mit dem ich bei 60 gespielt habe. Da holst du halt das Know-how auch. Und das, glaube ich, schon auch Gold wert für einen Verein, wenn man gut vernetzt ist in der Branche, weil wenn man viel weiß, dann kann man sich auch viel Gedanken machen, wie man es dann selber alles gestalten will. Und neben den früheren Trainern sind jetzt auch die Manager wie der Holger Sandwald in Heidenheim zum Beispiel, mit dem ich mich regelmäßig austausche, weil das ist ja so ein bisschen ein Vorzeigeverein. Naja. Meint man klein und unscheinbar, aber da hat sich wahnsinnig was entwickelt und schaut, die klopfen jetzt an die erste Liga an, haben ein eigenes Stadion und haben sie nach und nach entwickelt und haben auch die Maßgabe gehabt, lasst uns nicht einen dritten vom zweiten Schritt machen. Und wenn ich heute nach Heidenheim schaue, ist ein wahnsinnig bodenständiger Verein oder Freiburg und das sind so ein bisschen die Vorzeige. Vereine, die wir haben, wo wir uns ein bisschen dran orientieren auch. Du hast ja auch unter Lorand gespielt und trainiert. Das war schon ein harter Hund, oder? Ich habe unter Lorand gespielt und viel gelaufen, ja. Viel gelaufen. Und der war knallhart, oder? Ja, brutal. Aber man hat einen heiden Respekt gehabt und der hat halt manchmal antisymmetrisch drauf gehabt. Also wenn wir ganz schlecht waren, hat er uns streichelt. Und wenn wir gut waren, hat er nur drauf gehabt. Da haben wir damals gedacht, das passt nicht zusammen. Ja. Aber
jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt selber mal mit der Mannschaft rede, so, dann musst du, wenn es alle jetzt gut geht, eher draufhauen. Und das war, aber wie gesagt, Respekt haben wir gehabt und wir haben einen guten Erfolg damals bei 60. Wie viel Loran steckt im Manni Schwabel? Ja, ein bisschen was steckt schon drin. Ja. Jetzt kürzlich hat ja Bayern München in Berlin gegen die Hertha gespielt und ich habe dann einmal so ein bisschen mir den Klinsmann angeschaut. Mhm. Der hat ja da Gas gegeben, ja, und wir werden jetzt der Hauptstadtclub und wir träumen von, und der hat nicht einmal gesagt, sondern Champions League ist ein Ziel. Und dann diese Klatsche zu kassieren, das ist dann nicht so gut, oder? Na gut, die Ansprüche bei Hertha sind natürlich hoch. Ich meine, die haben jetzt einen Investor, der sehr, sehr viel Geld gezahlt hat für prozentuale Beteiligung. Ist klar, dass der das nicht macht, dass die ein bisschen da umeinander scheiben in der ersten Liga. Das ist natürlich schon Druck daran. Und der Klinz ist natürlich schon bekannt dafür, dass er sehr hohe Ziele steckt. Aber ich glaube, dass er schon, das wird natürlich jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, er hat ja nicht gesagt, wir müssen in die Champions League, sondern das muss dann nach und nach das Ziel sein. Man muss da immer ein bisschen genau hinhören. Aber ich glaube schon, dass in Berlin da richtig Druck drauf ist, weil jeder erwartet jetzt natürlich mit den Personal und mit dem vielen Geld, dass die irgendwann Champions League spielen. Aber wie ist das? Also, sagen wir mal, Geld schießt ja nicht unbedingt Tore, gell? Also bei Spielern. Also das... Nicht unbedingt, aber natürlich, wenn's mit einem größeren Budget, wenn du ein bisschen das Gefühl hast, welche Spieler passen, dann zusammen natürlich die Chance, dass der Erfolg hast, schon ein größeres. Aber das Gefühl brauchst du natürlich auch. Das ist klar. Also Geld ist das eine, aber du musst natürlich auch die Mannschaft richtig zusammenstellen. Sieht man jetzt mit Coutinho, ich meine, der sicherlich ein toller Techniker ist, aber so ein Durchbruch, da ist noch nichts passiert. Gell? So. Oder? Ja, das ist jetzt schwer jetzt von mir, von außen, ja, da was zum sagen, aber meine Bayern in sich, die sind so stabil, jetzt auch mit Hansi Flick, mit dem ich ja früher am Zimmer war, ne? Also ich war, oder wir waren Zimmerkollegen, das ist natürlich auch eine brutale Entwicklung. Er wird ein bisschen mit dem Heinkes verglichen, so aber mit seiner ruhigen Art, absolut. Also das ist also ein bisschen ähnlich, wenn du so ein bisschen Start, aber im richtigen Moment kommt er. Jetzt müssen wir noch mal zum Schluss der Sendung mal ein bisschen über die sozialen Projekte sprechen. Da seid ihr ja in Haching auch wirklich vorbildlich. Was ist da momentan am Laufen? Wir haben, wie gesagt, wir hatten den Ehrenamtstag jetzt, dass wir mal die gesamte Gemeinde, die Leute, die in Vereinen sich aufopfern, dass man denen mal ein bisschen eine Wertschätzung gibt. Wir haben die Spielergänge in Krankenhäusern, wir haben für Sternstunden haben wir wieder einen Sternstundentag beim Derby gegen 60 gemacht. Und Sternstunde ist ein bisschen so, die helfen ja auch viel in der Region. Ja. Wir haben viele Einzelfälle, wo wir helfen. Und es sind noch sehr, sehr viele Ideen. Aber vom Grundsatz her muss man einfach sagen, welche Wertstellung gibt man dem so einem Sozialprojekt? Und ich sage, das ist einfach, das müssen wir noch weiter erhöhen. Und ich bin froh, dass das der ganze Verein so ist. Es nutzt ja nichts, wenn der Präsident vorhin sagt, das war wichtig, aber es interessiert im Verein keinen. Das Gegenteil ist der Fall. Also es sind auch die Spieler, die Mannschaft, muss ich sagen, die ist sehr unkonventionell, wenn es um irgendwas geht, einmal in der Mittelschule vorzulesen, den jungen Kerl und so weiter. Also das macht schon Spaß, wenn man sieht, dass das im ganzen Verein nach vorne geht. Aber es gibt so viele Brennpunkte auch in der Umgebung, man braucht nicht immer weit wegschauen, sondern wenn man mal vor der Haustür schaut. Und da kann man auch oft mit kleinen Beträgen viel helfen. Oder mal ein Kind, das krank ist, wo man sagen, das kann sich auf Ersatzbank neben mich sitzen. Der Trainer schaut schon immer, wer wieder da sitzt. Sag ich, Trainer, mach du deine Spur. Das auf der Bank regelt das schon. Das ist für so Kinder natürlich was anderes wie Geld. Das ist einfach was und die nehme ich dann auch in Kabine mit und so weiter. Es ist vielschichtig. Also wir haben uns nicht auf ein Thema konzentriert. Ich sage immer, es ist wie so ein Feuerwehrfonds, wo man was brennt, wo man einfach helfen kann und auch mal mit einem guten Wort. Ja. Wie gesagt, es geht nicht nur ums Geld. Und vor allen Dingen habt ihr ja auch eine tolle Schülerrichtung. Ja, ist ja auch wichtig. Da sind ja auch wahrscheinlich das sind türkische Familien, da ist alles da wahrscheinlich. Alles da. Ja, und vielleicht auch, wo sie vielleicht arme Familien das nicht leisten können, aber trotzdem bei Haching spielen oder mal das Trikot umsonst kriegen und so. Das gehört auch dazu. Absolut. Inklusionstag haben wir zum Beispiel eine super Veranstaltung gehabt, das wir jetzt wieder machen. Dann wollen wir auch Fußballvereine in der Umgebung, auch wenn mir jetzt auch nicht, sagen wir mal, Festgeldkonto vor ist. Es gibt ja viele Fußballvereine auch in der Umgebung, wo im Jugendbereich Bälle oder Trikots fehlen. Ne? Man möchte es gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich. Oder Fußballschuhe oder so. Oder Fußballschuhe, da kann man auch ein bisschen helfen, also einfach ein bisschen quer rein. Ja. Und ich glaube, da sind wir alle gut beraten und es macht auch richtig Spaß. Ne? Und da sollte die Wertschätzung sollte noch, oder die
sollte noch wesentlich höher sein im Verein. Neben dem Spiel an sich natürlich, das ist klar, das ist unsere Hauptbranche. Aber ich glaube, beides, wenn man verbindet, dann macht es erst richtig Spaß. Und wie ist es im Bus, wenn ihr zurückfahrt, bei weiteren Strecken, legst du da nach wie vor die Musik vor oder sind da schon die Jungen am? Das ist unterschiedlich. Also wenn eine gute Stimmung ist, und oft ist es ja so, dass man aus dem Bauch raus einmal doppelte Prämie gibt. Mhm. Echt? Und wenn im Bus, wenn sie gut gespielt haben, in der Kabine sage ich nichts, und im Bus kommt dann ABBA oder irgendeine österreichische Musik, dann weiß ich schon, sie spechten drauf, ob man nichts rausrutscht, dass vielleicht mehr Prämie kriegt. Ja, das kommt manchmal vor, manchmal auch nicht. Und Karten spielen da ja auch manchmal mit. Und so der Schafkopf-Nachwuchs gedeiht auch schon bei Haching, oder? Der gedeiht brutal, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich ja zur Mannschaft letztes Mal gesagt, da sehe ich eine brutale Entwicklung. Mittlerweile gängen uns im Bus die Kartentische aus, weil mittlerweile 4 Partien spielen. Echt? Und das, glaube ich, ist auch einzigartig. Aber du spielst auch noch mit, oder? Ja, ab und zu, wenn ich ein bisschen Taschengeld brauche, dass ich meiner Frau Blumen kaufen kann, genau. Dann hocke ich mich hin. Und mit Uli Hoeneß spielst du auch nicht mehr Schafkopf, oder? Haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht. Echt? Aber ich glaube ja, dass das wieder kommt. Ja. Gut, jetzt habe ich noch weniger Zeit. Aber man wird wieder mal eine Möglichkeit finden und es macht auch immer Spaß, weil da geht es ganz locker ab und das, glaube ich, sollte man nicht aus den Augen verlieren. Und ich freue mich schon drauf, wenn er mal wieder Runden zusammengeht. Jetzt muss ich dir natürlich noch, das darf ich dir noch die Frage stellen, wie wäre es ausschauen, so am Ende der Saison? Wo siehst du da deinen Lieblingsverein Haching? Also ich sage, wenn wir zwischen 6 und 9 landen, bin ich sehr zufrieden. Aber mit der Erkenntnis, dass die Mannschaft stabiler geworden ist, dass sie gewisse Spiele entwickelt haben und dass wir für das nächste Jahr nicht mehr viel machen müssen, sondern dass wir mit einer gewachsenen Struktur mit der eingespielten Mannschaft dann die Ziele des Jahres oder die 2 Jahre drauf wirklich anpacken können und dann irgendwann einmal sagen können, wir wollen nicht um mitspielen, sondern heuer wollen wir es packen, aber die Zeit ist noch nicht ganz reif, glaube ich. Aber wenn mehr rauskommt, bist du auch nicht traurig, oder? Ja, verhindern werden wir es mit dem Fleiß nicht. Nicht. Aber wir werden alles neilegen, aber wir werden mitnichten Harakiri spielen, sondern das weiter bodenständig entwickeln nach vorne. Wir drücken fest die Daumen. Danke. Von München TV und Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute da warst, Manni. Danke und für die Einladung. Wir sehen uns sicherlich bald wieder. Würde mich freuen. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Diesmal mit Manni Schwabl, ja, dem Fußballprofi, der als Bayer bei 60 gespielt hat, bei Bayern und bei Nürnberg. Wir sehen uns wieder beim nächsten Brennpunkt. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.